Also Entschuldigung, wenn ich das, aber unser Raphael, ja, der schaut so lieb, der ist wahnsinnig intelligent, total aufgeweckt, hat 5 Finger an jeder Hand, wie der Mozart. Ein Wunderkind. Und eine Stimme hat der, ja, so eine kräftige Stimme hat der, ja, so eine richtig kräftige Stimme. Er ist so laut. Er ist so laut. Gut, am Anfang haben wir uns gar nichts dabei gedacht. Wir haben gedacht, okay, ist ein Kind, ist halt laut. Ja? Aber dann hat ein befreundetes Ehepaar auch ein Kind gekriegt und bei dem war das überhaupt nicht so. Bei dem war das mehr so. Oder wenn es wirklich hoch hergeht. Während unser Raphael dann explodiert bei uns die Wohnungszimmer, die Eingangstür, 20 Feuerwehrmänner stehen im Raum. Grüß Gott, wo ist der Großbrand? Und die Heavy Metal Band stürzt aus ihrem Probekeller herauf. Könntet ihr bitte ein bisschen leiser sein? Wir versuchen da zu probieren, 4 Stock tiefer. Einmal ist sogar ein Herr von der Nebelhornindustrie vor unserer Eingangstür gestanden. Sie werden mich nicht vom Markt vertreiben. Sie nicht. Mach sie fertig mit ihrem. Aber gut, der ist ja nicht den ganzen Tag lang. Also um 16:30 wacht er auf. Und um 23:45 Uhr liegt er schon wieder im Bett. Und dazwischen wird mein Haar grau. Mein Magengeschwür platzt auf und meine Herzkranzgefäße verschließen sich gegenseitig. Aus Mitleid. Aber die Martina ist super. Meine Frau, wirklich. Diese Ruhe, diese Gelassenheit, ja? Diese Kraft aus der inneren Ruhe. Ich meine, ja, okay, einmal hat sie den Hausmeister Navratil verprügelt, weil der zufällig vorbeigekommen ist. Aber irgendwann hat sie es ja rauslassen müssen. Ja? Bitte hat ihn dann eh im Spital besucht. Ist aber leider an der Kinderabteilung vorbeigegangen und dann. Ja, hat der Herr Narratil halt noch eine Trachtprügel von ihm. Aber es ist alles wieder in Ordnung. Sie sind jetzt die besten Freunde. Der Herr Narratil grüßt meine Frau auch immer sehr höflich, wenn er sie sieht. Grüß Gott, Frau Lendl. Und um 12:30 ist es dann wirklich still bei uns zu Hause. Und wir können dann ganz entspannt leise sein. Damit er nicht aufwacht. Dieses Monster. Also ganz leise die Kinderzimmertür zumachen. Jungeltern haben keinen Sex. Natürlich haben wir Sex. Halt nicht oft. Halt nicht gut. Einmal im Jahr. Dann muss man halt ein bisschen leiser sein, gell? Oh bitte, man muss sich beim Sex nicht immer bewegen. Meine Frau Martina und ich, wir sind beim bewegungslosen Sex schon so dermaßen gut, wir könnten es locker auf einer Tonne Nitroglycerin treiben. Natürlich kann man auch ausgehen, wenn man ein Kind hat, na klar. Vom Bad in die Küche, von der Küche ins Bad. Herrlicher Abendspaziergang. Wir haben eine ganz tolle neue Disco bei uns eingerichtet im Kleiderschrank. Aber bitte mit einer roten und einer gelben 40 Watt Glühbirne. Und wir haben ein Privatleben. Ja, ein lautloses. Also das heißt, ich gehe runter zum Wirten, schaue mir die Zeit im Bild an und spiele es dann der Martina vor. Pantomimisch natürlich. Also ungefähr so. Und die Martina sagt, wir haben eine neue Regierung. Oder so, so.
Die Martina sagt, die Fidel Multaler haben ein neues Album herausgebracht. Oder, gut, das ist jetzt ein bisschen heikel, aber... Ja, da hat der Wirt auf den Pornokanal umgeschaltet, aber die Martina hat gesagt, Udo Jürgens geht wieder auf Tournee.